Gut. Freut mich. Und was ist hier? Nix, okay. So. Aha. Nee, ich gehe doch gerade zurück, oder? Nee, halt, wo bin ich jetzt? Aha, das Haus verwirrt mich gerade ein bisschen. Ach Gott. Ich wollte da hinten mal reingucken. Ein Freund hat mir zu diesem Job bei Herrn Morrison verholfen. Noch nie hatte ich so einen tollen Job. Außerdem seht ihr ziemlich gut aus. Oh, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Okay. Von mir aus. Oh Gott, ich weiß vergessen, ich, vergessen, vergessen. Oh Gott, ich weiß es immer noch, ich weiß es immer noch. Aber was soll's. Okay. Okay. Oh Gott, ein Pfeil! Er hat auf mich geschossen. Was? Was war das? Sieht aus, als hättest du es drauf, Daniel. Chester! Ja, wie geht's? Chester! Dein Freund hat gesagt, nur du, dein Name wäre Daniel. Herr Morrison fand mich, als ich in Todos war und half mir, die Toten zu begraben. Ach so, ich verstehe. Was haben Sie in Turtos gemacht? Ich folgte einem Mann in schwarzer Rüstung, als ich Schwestern in niedergebrannten Turtos fand. Ich versagte bei der Rettung seiner Eltern. Ich hätte da sein müssen, um sie zu beschützen. Sie kannten meine Eltern? Ja, wir. Ja, vor vielen Jahren waren deine Eltern mit Mutter Mary und ich gute Freunde. Wahrscheinlich weiß ich einiges mehr über sie als du. Meine Mutter. Daniel, weißt du, was mit dem Amulett geschah, das Mingo aufbewahrte? Mein Vater gab es mir, als ich 15 wurde. Bitte sag mir, dass du es noch hast. Nein, es wurde mir gestohlen. Was? Nein! Ich wurde in Euclid gefangen genommen und ein Mann in schwarzer Rüstung nahm es mir weg. Was ist das Besondere an diesem Amulett? Es wiederholt sich, nein. Ich kann es nicht glauben. Oh, oh, das hört sich ja nicht toll an. Bleibt hier, ich muss zum Mausoleum. Der schwarze Mann ist dort nicht wahr. Ich muss ihn finden und meinen Eltern rächen. Nein, ich verbiete es. Warum, Herr Morrison? Bitte, meine Schwester. Ihr werdet keine große Hilfe. Ihr habt keine Ahnung, gegen wen ihr hier wirklich antretet. Du kannst uns das nicht verwehren. Konntest du deinen Vater jemals mit der Klinge bezwingen? Naja, nein. Dann kannst du nicht helfen. Es tut mir leid. Wenn ich dir etwas zustoßen ließe, könnte ich niemals mehr reines Gewissen deinen Eltern gedenken. Aha. Okay. Und was sollen wir nun machen? Es ist mir scheißegal, was Tomek sagt, aber ich werde dieses Schwein, das meine Schwester getötet hat, kriegen. Und meine Mutter. Daniel, du bist so ruhig. Rüber denkst du nach. Wir haben uns versprochen, wir würden denjenigen, der unser Leben zerstört hat, finden und vernichten. Oder hast du das etwa schon vergessen? Verdammt nochmal, Daniel. Antworte mir. Bitte streitet euch jetzt nicht auch noch. Ja, sie hat recht, das wäre nicht so toll. Was war das? Laut ist hier drin, Tomix. Bereit für den Tee? Oh Gott, der alte Sack.
Meister Tristan, ihr lebt noch? Was macht ihr hier? Ich komme hier stets zum Tee, aber was macht ihr hier? Also, aha, Tornix hat euch gebeten, hier zu bleiben. Ja. Tornix ist so ein eingebildeter Idiot. Er kommt sich so wichtig vor, weil er einer der letzten Zauberer ist. Zauberer? Ach, du bist Megits Tochter, nicht wahr? Du engelst ihr ein wenig. Eines Tages wirst du bestimmt genauso schön wie sie werden. Okay. Sie wird rot, wie süß. Woher kennt ihr alle unsere Eltern? Das ist fast schon unheimlich. Willst du das wirklich wissen? Nicht jetzt, erst müssen wir unsere Familie rächen. Daniel. Alles klar, Daniel. So gefällst du mir schon viel besser. Ihr solltet eure Ausrüstung bei den wandernden Händler aufbessern. Geht zu einer Höhle östlich von hier. Sobald ihr fertig seid, dort werdet ihr mich treffen. Okay, coole Musik im Hintergrund. Gefällt mir. Oh Gott. Mann. So. Was ist los, Daniel? Nein, ich hab den Ohrring verloren. Wo kann er nur hin sein? Na egal, kommt, wir brechen auf. Yo. Form will ich mal kurz. Ja, Mint geht, jetzt haben wir da hinten. Oh Gott, was ist das für eine Musik? Na, was soll's? Ja, so ist das. Okay. So. Nee, er ist nicht da. Ja, wir wollen etwas kaufen. Turbo-Stiefel hätte ich gern. Nein. Ja. Für dich, okay. Ups. Okay. Halt gegen alle möglichen, ja. Drei. Das jetzt. Und dann noch ein paar Orangenbonbons. So. Ach, da ich mir jetzt dieses Klingel gekauft habe, war jetzt dumm, aber egal. Warum werdet ihr gleich merken, wenn es soweit ist. Hier noch nichts, kann ich noch nichts. Lederhandschuhe. Nein. Die Turbo-Stiefel brauche ich gerne, ja. So. Habe ich. Ups, was mache ich? Jetzt kommt auch keine Musik mehr. Aha. Nix. Ach Gott. Das ist hier kompliziert. Langbogen. Das ist schon mal gut. Musik weg, okay. Musik. Kommt jetzt wieder Musik? Das macht mir Angst. Ist was kaputt? Okay, Musik wieder da. Gut, dann hier nochmal speichern. So. Ich wollte jetzt Taktik wieder bei Mint ändern. Kriegern helfen. Warum werdet ihr gleich merken? Wenn nicht, ändere ich es wieder. Wenn es jetzt doof ist, aber okay. Nein, da kann man nicht lang. Ich würde mir noch mal schnell was machen. So. Mint, geht's dir gut? Ich hoffe. Mein Gott, jetzt muss ich hier. So. So. Gut. Vielen Dank.
Mint. Hammer. Oh. Habt ihr den Hammer gesehen? Oh, Mint muss treffen werden. Das finde ich schlecht. Ja. Yeah. Ich könnte die Taube auch aufstellen, aber... Nein, ich will... Dann könnte ich das auch alles manuell machen, aber nein. Ich will, dass die... Ich will so, dass sie mir wirklich helfen können im Kampf. Ja, wieder traurige Musik, oh Gott. Hier liegt Amy, meine liebe Schwester. Schwester. Ruhe und Frieden. Hier und Miguel Alvin, geliebter Ehemann und Vater, ein wahrer Held. Papa. Hier liegt Marie Alvin, geliebte Ehefrau und Mutter. Mama, wäre ich nur da gewesen. Ja, dann wärst du jetzt tot. Also sei froh, dass du nicht da warst. Hier gibt's nämlich, ja genau. Darum war es doch blöd, dass ich mir jetzt noch eine Klinge gekauft habe, aber egal. Dieses Schwert gehört hier nicht hin, es ist weder meins noch das von Papa. Gehört es den, der Totus angriff, die Klinge des Ritters genommen. Ja genau, hätte ich sie mir vorhin schon geholt, wo das Dorf angegriffen wurde, direkt danach, dann hätte, wäre mir die geklaut geworden. Ja, und dann könnte ich die jetzt nicht mehr benutzen, aber so kann ich sie jetzt für mich behalten. Ritterklinge. Ja, Angriff auf 32 hoch, Hieb auf 25 und Aktion auf 25. Glaube ich, dass das Aktion ist. Ritterklinge, ja. So. So. Da werden wir mal wieder verschwinden. Ich werde nur traurig, wenn ich dann hier bleibe. Ich gehe besser. Dann macht mich ganz traurig. Oh Gott. Ich verschwinde jetzt besser. So. Dann werden wir mal wieder zurückgehen. Wolf. Wow. Mein Angriff. Fail. Moment. Fehlt doch nicht. Dann. Okay. Okay, okay. So, ich kann mal hier nochmal sich irgendwo schlafen legen, um seine Energie vielleicht wieder voll aufzufüllen. Das wäre toll. Jetzt ist hier nur wieder normale Musik, aber. Ja gut, okay. Hier in dem Bett vielleicht. Ja, ausruhen, genau, das wollte ich. So. Okay. So. Mein Kampf noch, okay. Los, Mint, mach deinen Hammer. Oh Gott, Mint. Ja genau, habt ihr gesehen? Die Eule war betäubt. Das passiert, wenn der Hammer funktioniert. Ein Gegner wird betäubt. Das kann mein Endgegnerkampf sehr praktisch werden. Das ist gut und... Ja, okay. Ich speichere hier und würde sagen, ich mache erstmal Schluss. Dann kann ich das jetzt erstmal hochladen. Und ja, ich muss noch das Video machen. Wie gesagt, da werdet ihr sehen, warum ich noch ein 7. Projekt angefangen habe. Und ja, und ihr könnt mir, wie gesagt, auch schreiben... Ob ihr wissen wollt, warum ich zu diesem Spiel gekommen bin oder nicht, ich weiß gar nicht, ob es euch interessiert oder hätte ich was zu erzählen und ich erzähle zu viel und ich kann speichere gerne nochmal. Und ja, ich beende hier und hier sehen wir uns das nächste Mal wieder. Hier geht's dann weiter mit Tales of Phantasia und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.